So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch mal zeigen, wie wir einen Gabelservice machen bei einer S1000 Doppel-R. Fahrzeug haben wir gerade hier, bekommt unter anderem noch einen neuen Steuerkettenradsatz mit Ventileinstellungen und der Kunde wollte im Zuge dessen einen vernünftigen Gabelservice von uns gemacht haben. Der letzte Gabelservice ist ca. 40.000 Kilometer hier, die Gabel haben wir schon ausgebaut und dabei wollte ich euch mal praktisch zeigen, wie wir einen Ölwechsel bzw. einen Service an einer S1000 Doppel-R-Gabel durchführen. In Verbindung dessen wollen wir nochmal hier diese neuen Low-Friction SKF Gabelsimmeringe verbauen. Haben halt ein besseres Ansprechverhalten wie normale Gabelsimmeringe, werden wir dann später im Video sehen. Und wie ihr hier seht, die Gabel haben wir schon ausgebaut. Und ihr seht auch hier schon die Leckage als solches oder hier auch. Ne? Ist auch schon jetzt nicht erst seit gestern undicht, ist auch schon ein bisschen länger undicht. Und halt klar, jetzt ist Winterzeit und dann macht es natürlich Sinn, mal so einen Gabelservice durchführen zu lassen, wenn das Fahrzeug eh schon hier ist. Und ja, begonnen habe ich erstmal, wie ich ja schon mal in anderen Video auch erwähnt habe, wir machen bei Gabelservice oder Fahrwerkservice generell erstmal so eine Dokumentation vom Fahrwerk. Das heißt, nehmen auf, wie weit war die Gabel oder wie hoch war die Gabel eingestellt in den Gabelbrücken, im Gabelüberstand. Dann schreiben wir uns natürlich auf bei einer Gabel, was für eine Federbasis wir haben, die Preload der Gabel. Wir schreiben uns immer auf die Zugstufeneinstellung, die Druckstufeneinstellung. Warum machen wir das? Damit wir im Regelfall, wenn wir auf einmal die Gabel auseinanderreißen und komplett zerlegen müssen, hinterher auf jeden Fall erstmal wieder den Zustand herstellen können, den wir vorher hatten. Das ist uns immer ganz wichtig. Dabei merkt man auch schon manchmal, wenn man zum Beispiel eine Gabel hat, die Zugstufe relativ weit am Ende ist, dann fragt man sich schon, okay, warum macht er das? Will er so hart fahren oder hat er vielleicht ein Problem, weil da zu wenig Öl hin ist? Deswegen ist immer ganz wichtig, so wie wir, kurz Zeit alle Daten aufnehmen und dann wirklich gucken, ist da irgendwas, ne? Muss da irgendwas oder wenn man zum Beispiel später die Gabel zusammenbaut und auf einmal dämpft die nicht richtig, dann kann man immer sagen, hey, wie war dem vorher eingestellt, blätter zurück. Ja, und dann kommen wir schon mit den Zerlegen der Gabel losgehen. Also ich werde jetzt als allererstes den Kopf abschrauben. Ich glaube, den habe ich auch schon gelöst in der ja, den habe ich schon gelöst. Dann, wir haben hierfür extra so eine Cartridge-Presse, nennt sich das. Womit, oder Federbeinpresse. Damit können wir vernünftig das Federbein spannen. Oh, mackenfrei spannen, ohne es zu beschädigen und auch sicher dran zu arbeiten. So, haben wir hier schon eine schöne Spannvorrichtung. Einfach mal lösen. BMW schreibt vor bei den S1000 Doppel-R Modellen, dass er alle 30.000 Kilometer einen Service machen sollte. Die meisten machen es natürlich nicht. Weil ist ja auch nicht wenig Geld, ne? Also vernünftiger Gabelservice kostet leider sein Geld, das ist so. Aber ist auch, wie ihr gleich sehen werdet oder wie ihr auch schon in anderen Videos von uns gesehen werdet, das ist nicht mal eben in 5 Minuten erledigt, wie man oft meint. Das braucht schon ein bisschen Vorbereitung, damit so ein Gabelservice auch vernünftig vonstatten geht. So. Bei diesen Kunststoffschlüsseln ist gut, wir haben ja hier ein Aluminiumteil und durch diese Kunststoffschlüssel, das sind ein glasfaserverstärkter Kunststoff ist das. Dadurch habt ihr halt den Vorteil, dass ihr keine Macken ins Alu macht. Sonst müssten wir da ganz anders vorgehen. Weil er wird schon Macken in seinen Federbeinen haben. Gerade hier, wo man wirklich drauf guckt. Ne? Das wäre echt doof. So. Haben wir hier ein schönes Werkzeug. Ist auch das Originalwerkzeug von BMW. Musst ihr nie haben. Gibt es auch viele andere Sachen, die genauso gut funktionieren. Wir haben es halt und deswegen nutzen wir es auch. Können wir halt vernünftig mit spannen. Einstellen. So.
So, jetzt drücke ich die Feder zusammen, damit ich vernünftig den Kopf von der Gabel gleich abschrauben kann. Weil die Feder drückt jetzt natürlich oder spannt das Cartridge vor. Und der Kopf ist abgekontert. Und damit ich das gleich auch vernünftig dran komme, ich muss noch ein Stück drehen, damit ich da rankomme. Und dann werdet ihr gleich sehen, dann ist so ein Teil immer auf der Cartridge-Seite abgekontert. So, jetzt habe ich die Feder komprimiert. Dadurch kann ich das Cartridge ein bisschen nach oben ziehen. Dann seht ihr halt hier die Konterschraube, die ihr habt. Die muss ich jetzt lösen und dann kann ich den Kopf abbauen. Im Anschluss kann ich dann den Kopf abbauen und dann kann ich das Cartridge prüfen und entleeren. Und das ist eigentlich bei allen gängigen Gabeln so gelöst. Jeder Hersteller hat da so ein bisschen seine Eigenheiten. Jeder macht es ein bisschen anders, aber vom Prinzip her ist das sehr ähnlich bei allen Gabeln. So. Das ist auch immer ganz gut, wenn man diese Teile nicht allzu sehr anbläst. Die Teile sind aus Aluminium. Wenn man das jetzt zwei- oder dreimal machen muss, dann habt ihr hinterher, oder der als letztes da dran geht, die Werkstatt, die hat dann hinterher wirklich Pech und kriegt dann nie auseinander, weil irgendjemand das so festgezogen hat oder vielleicht ein Gewinde beschädigt hat. Das ist doof, sollte man vermeiden. So, jetzt kann ich das Cartridge schon wieder entspannen oder die Feder entspannen. Dann entnehme ich die Vorspannhülsen und die Feder. Und dann überprüfe ich einmal, bevor ich das Öl wegkippe, auf jeden Fall einmal den Gabelölstand. Weil den wollen wir eigentlich, den messen oder zeichnen wir uns auch immer auf. Wir haben zwar technische Dokumentation für so Fahrzeuge ohne Ende, klar. Aber es kann manchmal sein, da sind manchmal auch Gabeln umgebaut und der Kunde weiß es letztendlich nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Gabelölstand bei so einer S1000-Gabel, die hat zwischen 80 und 90 mm, so Pi mal Daumen, die Luftkammer. Und wenn die jetzt auf einmal 100 oder 120 hat oder 50 mm, dann kann ich an den Ölstand schon sehen, dass da irgendwas im Busch ist, ne? Dass da irgendwas nicht stimmt oder falsch zusammengebaut wurde oder bewusst verändert wurde. Deswegen ist immer ganz wichtig, wenn ihr sowas macht, aufschreiben, damit ihr immer hinterher sagen könnt oder wenn ihr dann auch die Routine habt und ihr macht oft so Gabeln, dann habt ihr hinterher schnell könnt ihr wesentlich besser Fehler erkennen an solchen Gabeln. So, jetzt gehe ich schon mal hier rüber. Ein bisschen kleckern werde ich jetzt leider. Okay. Ich gebe das Öl jetzt noch nicht aus, weil ich will einmal kurz die Luftkammer messen. Ich gucke einmal, ist eine ganz normale lineare Gabel. Ja, so kurz ist die bei einer S1000, größer ist sie nicht. Aber das ist eine originale Gabel, weil hätten wir eine Öhlins-Gabel oder hätten wir eine Wilbers-Gabel oder auch keine Ahnung was, dann wäre die Feder irgendwo eine Zahl eingeprägt, eine Teilenummer eingeprägt oder sonst irgendwas. Also das ist definitiv hier originale Federbasis oder Feder. Das ist alles soweit in Ordnung. Und jetzt messe ich einmal die Luftkammer. Das heißt halt, also Gabel, wie ihr seht, ich habe die jetzt komplett zusammengeschoben. Ich habe jetzt Innereien aus der Gabel entfernt, komplett zusammengeschoben. Jetzt messe ich den Gabelölstand. Das heißt halt hier von Oberkante Gabelrohr bis zum Ölniveau. Das kann man mit einem Messschieber machen, mit einem Gliedermaßstab. Das ist ganz egal. Das ist ich habe jetzt hier eine Luftkammer von 98 mm. Wahrscheinlich mal 100 eingestellt. Und ist jetzt, oder war mal 80 eingestellt, ist jetzt, wenn die Luftkammer ja größer wird, ist Öl verloren gegangen. Ihr seht ja auch hier, die Gabel war undicht. Deswegen haben wir wahrscheinlich größeren Ölstand, weil normalerweise so S1000 Doppel-R-Gabeln, roundabout 90 mm Luftkammer, fahrt ihr schon ganz gut. Da funktionieren die ganz gut. So, dann können wir die Gabel schon auskippen. Oh ja, doch.
Wie gesagt, ich meine, ich habe im Kopf, dass der letzte Service, glaube ich, 40.000 Kilometer her ist. Fahrzeug hat 80.000 gelaufen fast, ne? Ist für das 1.000 auch nicht gerade wenig. Dann darf natürlich auch so eine Gabel einem gewissen Verschleiß unterliegen, ganz klar. Logisch. Wie ihr auch seht, also so ein bisschen losbrechen. Moment hat die Gabel, die fällt nicht von allein zusammen. Ich muss aber jetzt fairerweise sagen, wir haben hier heute relativ kühl, wir haben Winter. Und dann flutscht das leider nicht alles so, wie es sollte. Die 1000 habt ihr jetzt gesehen, ich muss jetzt nicht die Hülsen hier rausschlagen. Die Gabelrohre kann ich so auseinanderziehen. Das ist gar kein Problem. Ich muss natürlich trotzdem gleich auch noch die Hülsen rausnehmen. Nur das ist beim Ausbau ein bisschen leichter. Das mache ich jetzt einmal bei der zweiten Seite ganz genauso. Das Cartridge oder die eigentliche Dämpferkartusche, die befindet sich jetzt noch im Rohr drin. Ja, also die ist da noch drin. Da seht ihr noch ein Stück davon. Das nehme ich gleich raus, wenn ich das andere Rohr zerlegt habe. Und dann kann ich mein Werkzeug umspannen, dann ist das einfacher. So, muss ich doch einmal umspannen. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe die Köpfe schon gelöst in den Gabelbrücken. Habe ich anscheinend nicht ausreichend gelöst. Weil das ist natürlich das Beste, sonst muss ich die jetzt kurz in die Gabelbrücke wieder einhängen, dann lösen, dann wieder raus. Ja, manchmal macht man sich halt schwer. So. So, dann kann ich schon wieder umbauen. Der Kunde jetzt vom Motorrad, der fährt ausschließlich mit dem Motorrad auf der Straße. Ich wüsste jetzt nicht, dass er Rennstrecke oder so fährt. Hat er mir auf jeden Fall nicht gesagt. Deswegen machen wir jetzt auch die Fahrwerkseinstellung oder das Setup für ein Straßenfahrzeug. Das dreht sich halt hauptsächlich um Luftkammer oder andere Sachen wie. Bei manchen Fahrzeugen verändert er den hydraulischen Endanschlag, so dass das Fahrwerk besser arbeiten kann. Das machen wir jetzt in diesem Fall nicht oder ist auch nicht gewünscht. Oder manchmal bietet es sich hier an, wenn ich so einen Gabelservice macht, wenn zum Beispiel manche ein bisschen strammer gewachsen sind, so wie ich, dann macht es Sinn, dass vorne eine höhere Federrate in der Gabel verbaut wird, damit beim Anbremsen das Fahrwerk nicht so weit zusammenschiebt. Das müsst ihr mitunter auch machen, um vernünftige Fahrverhalten auch zu machen. Es gibt manche Hersteller, die legen ein Fahrwerkssetup aus für, ich sag mal, 80 Kilo, 70 Kilo. Und wenn ich mich oder andere sich da draufsetzen, dann kriegst du nie ein perfektes Fahrverhalten. Das wirst du nicht hinkriegen. Wenn zum Beispiel, kann ich ja auch mal sagen, ich habe zum Beispiel auch eine S1000 Doppel-R als Rennfahrzeug. Ich fahre vorne 11er Federgabeln, ne, 11 Newtonmeter. Weiß jeder schon, der sich ein bisschen damit auskennt, was man teilweise da auch an Federraten für braucht. So, der Knopf ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Da muss ich mir noch mal was einfallen lassen, damit man hier nicht mit einer blöden Zange mal dran muss. Kann ich wieder ranziehen. Da seht ihr wieder die Kontermutter, die ich wieder lösen muss. Ne? Ganz wichtig. Zup, auch wieder los. Sehr gut. Bei der zweiten Gabel nehme ich jetzt auch vorsichtshalber den Ölstand. Wenn ich den Kopf abhabe. Die Feder wieder entspannen.
Feder raus. Scheibe ist immer auf der Feder drauf. Was wir auch schon mal hatten, dass auf einmal unterschiedliche Federn drin waren, warum auch immer. Bei der Montage durcheinander gekommen oder warum auch immer, ne? Haben wir alles schon erlebt. Jetzt müssen wir ja auch einmal kurz habe ich gleiche Luftkammer, habe ich auch so 97 mm, obwohl die Gabel gar nicht, ja doch, die ist auch undicht, also wird die auch ein bisschen deswegen verloren haben. So, kann ich sie auskippen. Ja, hier seht ihr auch schon, ne, diesen Schleier, ich weiß nicht, ob der so auf den Videos rüberkommt, aber das ist halt Metallabrieb und eine Federgabel, die hat halt kein Filterungssystem drin, wie im Motor, wo ein Ölfilter drin ist, die halt diese Partikel rausfiltert. Dafür ist halt ein Gabelservice da, damit diese Bestandteile rauskommen, weil die halt die Dämpfung beeinflussen und dann auch dazu führen, dass der Verschleiß rapide zunimmt und die Dämpfungseigenschaften nämlich rapide abnehmen. Deswegen sollte man sowas regelmäßig machen. Vielleicht so alle, je nach Fahrleistung. Also ich sag mal so, wenn ihr vielleicht 5000, 6000 Kilometer pro Jahr fahrt, dass ihr vielleicht alle 3, maximal 4 Jahre so einen Gabelservice macht. Fahrverhalten wird sich sofort drastisch verbessern, werdet ihr sofort merken. Ist bei jedem Effekt so, ist bei jedem Gabelservice so. Wenn ihr frisches Gabelöl habt, vernünftige Viskosität, richtig eingestellte Luftkammer, habt ihr direkt wieder ein vernünftiges Fahrverhalten und ihr könnt zum Beispiel auch Änderungswünsche immer direkt einbringen. Wenn ihr sagt, ihr wollt zum Beispiel ein bisschen straffer werden, ihr wollt ein bisschen softer werden, ihr wollt nicht so viel starken Einfederungsweg haben oder so, dann kann man das beim Gabelservice immer mit so einbauen. Dafür muss man dann die Gabel letztendlich nicht immer komplett zerlegen. Deswegen sowas immer regelmäßig machen, mit der Werkstatt mal sprechen, eures Vertrauens, mal fragen, wenn ihr ein Problem habt, was man da machen kann. Oftmals kann man viele Sachen auch für einen kleinen Geldbeutel erstmal instand setzen lassen oder ändern lassen, bevor ihr da, keine Ahnung, teures Cartridge, wie auch immer, erstmal verbaut. Dann kann man erstmal mit Öl bzw. Ölviskosität und Luftkammer spielen und wenn ihr dann sagt, ha, das passt immer noch nicht oder ich stell mir das anders vor, dann kann man immer noch sagen, okay, man tauscht jetzt das Cartridge, die Feder oder noch andere Sachen. So, hoffen wir, dass das Cartridge nicht allzu festgeschraubt ist. Ah, ist okay. Mit dieser einen Schraube ist das Cartridge schon oder die Kartusche, Dämpfungskartusche befestigt in der Gabel. Ist auch eine spezielle Schraube, ist eine Hohlschraube, eine Bypass-Schraube. Wenn ihr die zum Beispiel ersetzt gegen eine andere Schraube, die nicht hohlgebohrt ist, habt ihr die tollsten Probleme hinterher. So. Seht auch so ein bisschen Metallabrieb, ne? Das schlägt sich natürlich überall nieder, ne? Hier kann ich euch auch mal kurz zeigen, also das ist das Cartridge, die Dämpferkartusche. Da wird die Bewegungsenergie durch das Öl, was hier drin ist, ne, in Wärme umgewandelt und dämpft damit die Bewegung. Das ist auch wichtig, dass man das leer pumpt und reinigt. Wir werden das leider vernünftig reinigen, dann seht ihr das ein bisschen besser. Und was ihr hier zum Beispiel seht, will ich euch einmal zeigen, hier sieht man es ganz gut, das nennt sich hydraulischer Endanschlag. Also das heißt, wenn die Gabel ganz zusammenfährt, die wird ja theoretisch, wenn sowas nicht da wäre, immer auf Metall schlagen zum Ende. Also wird immer klack, klack, klack machen. Damit es das nicht macht, gibt es hier bei jeder Gabel in der Regel so einen hydraulischen Endanschlag. Dieser Endanschlag fährt hier in diese Bohrung ein und dadurch, dass da Öl drin ist, verdrängt er erst das Öl und dämpft die Bewegungsenergie drastisch ab. Also verzögert krass die Bewegung des Dämpfers. Das nennt sich hydraulischer Endanschlag.
macht man dafür, damit die Gabel nicht auf Block haut bei schnellen Gabelbewegungen. Bei vielen Rennfahrzeugen, da kämpft man ja um jede Millimeter mehr an Federweg, um mehr Federbewegungen aufnehmen zu können, Fahrwerksunruhen aufnehmen zu können. Da ist es häufig so, dass diese Federwege oder diese Endanschläge auch korrigiert werden, verlängert werden, so dass die Gabel zum Beispiel, wenn sie jetzt angenommen, die hätte vorher einen Federweg von 100 mm, hinterher 110 mm hat. Hört sich nicht viel an, macht auf der Rennstrecke aber viel aus. So, ich nehme auch immer ganz gerne das Bypassventil raus für die Druckstufe, was hier unten noch eingedreht ist. Weil, wie gesagt, wenn wir halt sauber machen, das sind auch so, eine Gabel ist ja links und quer gebohrt und da kann sich da halt auch Dreck drin sammeln. Und deswegen sollte man eine Gabel, wenn man Chance hat und das auch vernünftig machen will, einmal wirklich alles auseinanderbauen. So ein Cartridge müsst ihr euch, oder könnt ihr euch im Prinzip vorstellen, auch von, ihr seht, wie eine Spritze, ne? Also ihr seht halt, da sind halt Ventile drin. Ich erwärme immer die Gabel, hat den Vorteil, ich kann meistens relativ einfach den Wellendichtring und die Führung mit herausnehmen. Wir werden die jetzt in unserem Teilereinigungsgerät erstmal grob vorreinigen, alle Teile. Und die Oberfläche sollten jetzt mal kleinere Steinschläge drin sein oder so. Die ziehe ich meistens hiermit relativ gut raus. Da passiert auch nichts. Ich null das einmal. Ja, wir haben hier einen Rundlauf von 1/100. Ne? Der zeigt jetzt Max an.